Hi ho und willkommen zurück bei dem Rollenspiel und Zwergenfreude zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Yay, in der letzten Folge oder Aufnahmesession, wie auch immer, haben wir es geschafft, den Leuchtturm in Hasongo zu erreichen. Yay. Und ihn wieder zu aktivieren. Also die Atra-Säule. Jetzt gehen wir doch noch mal schnell aufs Dach und gucken, was wir von dort oben aus sehen. Vielleicht sehen wir die Hütte von Eddas alter Freundin. Vorausgesetzt, wir kriegen es geladen. Hier ist auf jeden Fall eine feinsamte Katze. Korlagon. Schadenverwirrungsbereich angegriffen und... Heilung erzeugt. Klingt ganz okay. Eine Erschütterungsbombe. Auch nett. Ist jetzt halt nur die Frage, wie können wir... Hasongo verlassen. Um nach Eddas Freundin zu suchen. Weil bis jetzt haben wir ja nichts darüber. Wo ist es denn? Genau hier. Wir sollten immer noch auf Hasongo nach Elafa suchen. Aber dazu müssten wir erstmal aus der Hafenfestung rauskommen irgendwie. If I'd known there were that many in the water. Wenn ich gewusst hätte, dass so viele Schlangen im Wasser waren. Jo, die waren überall versteckt. Und ja, Eotas hat den Leuchtturm ziemlich malträtiert. Had another one of your talks there, didn't you? You gonna share details or do we gotta guess? Du hast gerade wieder einmal eine deiner interessanten Unterhaltungen geführt, nicht wahr? Verrätst du uns, was du erfahren hast, oder müssen wir es erraten? Wenn der Captain so vor sich hin starrt, beginnt die Besatzung eben sich zu wundern. Ich hatte gehofft, jemand anderes würde das Thema anschneiden. You don't look like you're gonna be sick this time, so I take it that's a good sign? Du siehst nicht aus, als würde es dir diesmal schlecht gehen. Ich nehme an, dass es ein gutes Zeichen ist. Eotas ist auf dem Weg zu einem Ort namens Magrans Szene. Mir geht es wirklich gut. Wer zu überleben? Es ist seltsam, Teil meiner Seele im Körper eines Gottes zu spüren. Ich bin noch entschlossener als sonst, Eotas zu finden. Eotas ist nicht so, wie ich erwartet hatte. Nehmen wir mal die Eins. Wenn er sein Hinterteil gerne in geschmolzenen Steinen baden will, sehe ich keinen Bedarf, ihn daran zu hindern. I was actually wondering about you, though. How are you holding up?
Ich habe mir ehrlich gesagt Sorgen um dich gemacht. Wie geht es dir? Ja, Eotas ist nicht so, wie ich erwartet hatte. Alle frunzelt, Gedanken verloren, die stört. Well, good thing we're in the dead fire, where the volcanoes definitely aren't going to awaken at any time. Gut, dass wir im Todesfeuer sind, wo die Vulkane auf keinen Fall jederzeit ausbrechen können. Yay, Tropensturm. Hier müssten wir eigentlich runterklettern können. Machen wir es doch einfach mal. Loses Bauwerk verunstaltet die Südmauer des Vorhauses. Einige der hervorstehenden Bausteine scheinen zwar weit genug herauszuragen, um sie zu erklimmen. Doch die Steine fühlen sich vor Gischt und Schleimmoos glitschig an. Du erwartest einen schwierigen Anstieg und einen gefährlichen. Nö. Ich lasse nicht zu, dass wir uns jetzt hier noch die Knochen brechen. Nur weil ich zu faul bin, außen rum zu gehen. Und für diesen Fall können wir ja etwas Speed geben. Weil hier oben scheint wirklich nichts mehr erreichen zu können. So, stellen wir wieder auf Normalgeschwindigkeit mal. Sagen wir erstmal dem Ingenieur hier Bescheid. Da wollte ich eigentlich nämlich zuerst sehen, dass er in Ruhe weiter seine Sachen kaputt machen kann. Ja, die Festung wieder aufzubauen wird sicherlich so ein Jahrzehnt dauern. Außer die Rautai sind sehr effizient, was das angeht, und bauen sie in 3 Monaten wieder alles auf. Natürlich müssen sie erst den ganzen Schutt wegräumen und die Leichen beerdigen. Do you need something? If not, I should focus. So much to do. Kann ich dir helfen? Wenn nicht, sollte ich mich besser hierauf konzentrieren. So viel zu tun. Ja, dann leb wohl. Halbe Kanonen. Oder war das eine Gussform? Eine halbe. Eine halbe Kanone zu sehen ist etwas seltsam. Schwarzpulverfass. Ja, jede Menge tot. Und das hier sind keine Toten, die Eotas hinterlassen hat, sondern die Nagas. Es wird allein schon schwierig sein, die Tunnel wieder auszupumpen, wenn das überhaupt möglich ist. Scale Ballad Cowards! I knew they'd run! Ja, jetzt sind alle hier draußen. I'm here. I'd be glad to. So, was ist das sagen? Even the Colossus couldn't destroy it. And those snakes aren't so tough now, are they? Sieh dir unser Signalfeuer an. Nicht einmal der Koloss konnte es zerstören. Und diese Schlangen sind nicht so zäh, oder? Sie sieht zum Leuchtturm Christ erleichtert. Nach allem, was hier passiert ist, hörst du dich extrem zuversichtlich an. Ich glaube, du wolltest gut gemacht sagen. Ihr habt die Gefahren hier schon einmal unterschätzt. Es wäre unklug, dies wieder zu tun. Niemals aufgeben und niemals zurückweichen. Viel Glück, ich muss dann los. Nehmen wir mal die 2. Of course. Alof seufzt durch die Nase. Sicher, sie nickt, aber sie starrt weiterhin den Leuchtturm an. Endlich wendet sie sich dir zu. The Hanzanui will want to thank you personally for your help here. And she should also know what we're up against. Die Hanzanui wird sich persönlich für deine Hilfe hier bedanken wollen. Und sie sollte ebenfalls wissen, womit wir es hier zu tun haben. Sie blickt auf die Dämmerungssterne und den
Kraterähnlichen Fußabdruck. Wo finde ich die Hazardui? She's usually at the Brass Citadel in Nekataka. Though she gets called to the palace often, haggling with the Queen and the Valians. Sie ist normalerweise in der Messing-Zitadelle in Nekataka, auch wenn sie oft zum Palast gerufen wird, wo sie mit der Königin und den Valianern schachert. Ja, eigentlich bin ich auf dem Weg zum Magran 10. Looking for a real challenge after what you did to those scale bellies? Suchst du nach einer richtigen Herausforderung, nachdem du dich um diese Schuppenbäuche gekümmert hast? Sie lacht, bis sich die Zerbrechlichkeit wieder in ihre Stimme schleicht. The only thing I know about the place is it's supposedly made of fire. And no one's ever come back from it. Das Einzige, was ich über den Ort weiß, ist, dass er angeblich aus Feuer bestehen soll und niemand sei je von dort zurückgekehrt. Sie schluckt und die Angst weitet ihre Pupillen. But anything can be overcome. Aber alles kann überwunden werden. Sie lächelt gequält. Na, dann lebt mal wohl. Klarer Himmel, sie verschränkt die Arme vor ihrer Brust. Mhm. Hm? So. Du da, siehst wie ein Dämmerungsstern aus. Light of Aethys be upon you, neighbor. Are you looking for survivors? Das Licht von Eotas sei mit dir, Nachbar. Suchst du noch Überlebenden? Im Gegensatz zu den anderen Überlebenden, die du begegnest, bist sie dieser junge Mann trotz seines ausgezehrten, dumpigen Aussehens sehr gefasst aus. Und er spricht mit einer steten Stimme. Ja, genau, mein Freund ist auf der Suche nach jemandem, der hier in dieser Gegend leben soll. Short lady, about my age, came from Deerwood with her son. Kleine Dame, etwa in meinem Alter, kam aus Dürrwald mit ihrem Sohn hierher. Let's see. Freckles, braids usually. Punches you in the arm if she likes you. Face if not. Oh, and that's if you're lucky. Einmal sehen, Sommersprossen. Normalerweise Zöpfe. Schlägt dir auf den Arm, wenn sie dich mag, und ins Gesicht, wenn nicht. Mhm. Klingt nach Dürrwald und das an ihren guten Tagen. No, that doesn't sound like anyone. Nein, hört sich nicht bekannt an. Das Gesicht des jungen Mannes bleibt ganz entspannt. Er zeigt weder Überraschung noch Interesse. Wir sind hier richtig, du musst sie kennen. Sie hat einen Sohn in deinem Alter. You gotta be her son. Got her nose and her freckles. Du musst ihr Sohn sein, hast ihre Nase und ihre Sommersprossen. You don't have to lie to me, kid. I'm a friend of your mother's. Du musst mich nicht anlügen, ich bin ein Freund deiner Mutter. She hiding from someone. Maybe an ex-lover who gave her the best night of her life. Sie versteckt sich vor jemandem, vielleicht vor einem ehemaligen Liebhaber, der ihr die beste Nacht ihres Lebens gegeben hat. Ja, Edda. Du wirst sie beschützen, wir verstehen das. Wir werden sie finden, ob du uns hilfst oder nicht. Hör auf meinen Rat, wenn du jemanden wie mich triffst, erzählst du ihm besser alles, was er wissen will, verstanden? Nehmen wir die Eins. No, nein, misspoke. Nein, ich, das meinte ich nicht. Forget it, just tell me something. Your father, you know him? Vergiss es, sag mir nur eins, dein Vater, kennst du ihn? I'm sorry, who are you? Tut mir leid, wer bist du? Wie Edda schon sagte, wir sind Freunde deiner Mutter. Entspann dich, Edda ist ein guter Mensch, er mag Tiere und so. Wir werden die letzten Leute sein, die auf Eora siehst, wenn du nicht gleich mit der Sprache herausrückst. Ich glaube, dass mein Freund hier vor langer Zeit eine fleischige Beziehung mit deiner Mutter hatte. Nehmen wir die zwei. Lions, Bats and Orlins, to name a few. Löwen, Fledermäuse, Orlada, um nur ein paar zu nennen. Wer nickt ohne einen Anflug von Humor oder Persönlichkeit? Yes, I knew my father when I was very young. He was a man of strong faith. Ja, ich kannte meinen Vater in meiner frühen Kindheit. Er war ein festen Glaubens. Have to be. You get a lava mad. You need a god on your side for protection. Muss so sein. Wer Lava sauer macht, braucht zum Schutz einen Gott auf seiner Seite. He was lost to us during the purges, which was how we came to flee here. Wir haben ihn während der Säuberungen verloren, weshalb wir hierher geflohen sind. So you met him. Also hast du ihn getroffen, Bernd nickt zögerlich. Well, that's great. You had a dad. Also das ist großartig. Du hast seinen Vater. Ein Moment vergeht, in dem Edda Bernd mit einem seltsam gekreuzten Gesichtsausdruck ansieht. Er räuspert sich. Where's your mother now? Got a lot of catching up to do. Wo ist deine Mutter jetzt? Wir haben so viel zu besprechen. My mother is with Aethys. Meine Mutter ist bei Eotas. Mit den letzten Worten scheint sich ein leichtes Lächeln auf sein Gesicht zu legen. Edda sieht verwirrt aus. Ja, was genau soll das bedeuten? Sie ist in der Kirche?
Vielleicht hast du noch nicht davon gehört, aber Eotas befindet sich in einer riesigen Adra-Statue, die den Meeresboden entlang wandert. Yes, he walks among us once again, enlisting faithful soldiers. I do believe she is with him. Ja, er wandelt wieder unter uns und er rekrutiert gläubige Soldaten. Ich glaube, sie ist bei ihm. She passed the veil a few years ago. A flu. Sie ist vor einigen Jahren durch den Schleier gegangen. Eine Grippe. Das Kind fällt herunter. It's possible her soul has taken a new body by now. But if she was truly blessed, she marches instead beside the shining God. Es ist möglich, dass ihre Seele mittlerweile einen neuen Körper gefunden hat, aber wenn sie wirklich gesegnet war, marschiert sie jetzt an der Seite des leuchtenden Gottes. Das dezente Lächeln des Jungen wird zu einem Strahlen, seine Augen blicken in weite Ferne.